Schweizer Banken. Sind Schweizer Banken sicher oder befinden sie sich in Schwierigkeiten? Wie sicher ist Ihr Geld bei Credit Suisse? In diesem Video erfahren Sie die Wahrheit. Die anglosächsische Presse, also die Medien in UK und die Medien in den Vereinigten Staaten von Amerika, attackieren momentan Schweizer Banken sehr stark. Anhand von Credit Suisse werden wir beweisen, dass das totaler Nonsens ist. Die Wahrheit ist nämlich das Gegenteil. Swiss Banking is booming, also Schweizer Banken sind am explodieren. Das Gegenteil, was die Anglosachsen sagen, ist die Wahrheit. Das werden wir Ihnen in diesem Video beweisen, anhand vom Beispiel von Credit Suisse. Deshalb haben wir einen Spezialisten eingeladen, einen Ex-Mitarbeiter im Kader von Credit Suisse, ein langjähriger Mitarbeiter. Sie werden sehen, dass Sie sich über Credit Suisse keine Sorgen machen müssen und dass das nur eine Diffamationskampagne ist der anglosächsischen Presse. Bleiben Sie mit uns! Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Mein Name ist Enzo Caputo, ich bin der Inhaber der Boutique-Anwaltskanzlei Caputo & Partners und des Blogs SwissBankingLawyers.com. Dies ist der Ort, wo internationale, erfolgreiche Geschäftsleute Informationen finden, womit sie ihr Vermögen besser schützen können, womit sie weniger Steuer zahlen können, womit sie ihre Steuern optimieren können und womit sie am Ende des Tages eben reicher werden. Bleiben Sie mit uns! We fight for your money. Es ist mir eine große Ehre, heute einen ausgewiesenen Bankexperten und vor allem Ex-Credit Suisse-Mitarbeiter bei mir zu haben, Herr Dario Berta. Er arbeitete mehrere Jahre im Kader der Credit Suisse und ist über die Situation der Credit Suisse sehr informiert. Vielen Dank, Herr Berta, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wie erklären Sie sich, dass die Schweizer Banken generell derart stark angegriffen werden von der anglosächsischen Medien, von den anglosächsischen Medien? Wie erklären Sie sich, dass speziell Credit Suisse stark angegriffen wird, auch von den anglosächsischen Medien? Credit Suisse ist natürlich ein internationaler Player und wenn wir es vergleichen zum Beispiel mit Lehman Brothers, ist CS 5- oder 6-mal größer, würde also in einem Fall einer Insolvenz einen sogenannten Dominoeffekt auf die ganze Wirtschaft. Ist eine systemische Bank. Eine systemrelevante Bank und ich denke gerade diese schlechten oder diese Gerüchte und schlechte News über CS. Aber auch Skandale. Das war ein gefundenes Fressen für die Presse und alles wird ein bisschen aufgebauscht und viele Leute sind natürlich auf diesen Zug aufgesprungen, haben irgendwelche Charts, die sie gar nicht verstehen, publiziert. Zum Beispiel der Chart Kredit, da mit dem Swap. Swaps, ja. Die wurden publiziert. Auf TikTok, oder? Genau, natürlich wurden sind diese Credit-Default-Swaps enorm gestiegen. Das sind eigentlich eine Art Versicherungen auf Zahlungsausfälle, auf 350 Basispunkte. Sind jetzt wieder runtergekommen auf unter 250, glaube ich. Und, aber das waren so Charts, die wurden publiziert, dass die CS bald Konkurs gehen würde, was natürlich ein völliger Unsinn ist. So, die wurden missinterpretiert. Ja. Also, aber nicht nur die Credit Suisse, sondern der gesamte Bankenpark Schweiz wurde angegriffen und dies zu Unrecht, weil mit der Covid-19-Krise, mit der Covid-Krise und jetzt vor allem mit der Ukraine-Krise ist die Welt unsicherer geworden. Also die Welt ist unsicherer geworden. Und was passiert, wenn die Welt unsicherer wird? Es kommt mehr Geld in die Schweiz. Es kommt mehr Geld zu den Schweizer Banken. Und das ist passiert. Und die Schweizer Banken boomen. Das bedeutet, das Gegenteil ist die Wahrheit. Also die Schweizer Banken befinden sich nicht in Schwierigkeiten, sondern das Gegenteil ist der Fall. Absolut. Und die Credit Suisse, das war das gefundene Fressen der angelsächsischen Presse, um die Wahrheit zu verfälschen, um eine Diffamationskampagne insgesamt gegen Schweizer Banken und insbesondere gegen Credit Suisse zu starten. Sehen Sie das auch so oder wie sehen Sie das? Absolut, war ein gefundenes Fressen. Natürlich ist die Credit Suisse in den letzten Jahren in sämtlichen Skandalen verwickelt. Leider ist das so. Wie Greensill, immer in den Zeitungen, jeden Mosambik. Tag.
und Archegos, Mosambik und Spygate und andere Skandale. Also ja, absolut. Es gibt keinen Skandal praktisch, wo Credit Suisse nicht erwähnt ist. Aber nichtsdestotrotz, das bedeutet nicht, dass die Bank jetzt zerstört am Boden liegt. Die Wahrheit ist, dass der Aktienpreis meines Erachtens 4 bis 5 Mal unterbewertet ist zum reellen Wert, zum effektiven Wert der Bank. Der Buchwert ist effektiv fast 5 Mal höher als der effektive Aktienkurs. Wir sehen, dass am Donnerstag die Aktie wiederum 18% verloren hat, nach der Neuausrichtung der Strategie, die publiziert wurde vom neuen Management von Axel Lehmann und Ulrich, wie er genannt wird, der Knife Körner. Ja, der Knife, weil also er Stellen abbaut, sehr wahrscheinlich, oder? Ja, weil er sehr viele Stellen abbaut, aber anscheinend gingen die Maßnahmen der Börse, dem Markt, der eigentlich immer recht hat, nicht weit genug. Auch diese oder die Reduzierung des Investmentbankings. Vermutlich wollte man einen totalen Abbruch des Investmentbankings, meines Erachtens aber mit der neuen Ausrichtung auf Credit Suisse First Boston, ein sehr alter, traditioneller Name, denke ich doch, dass das eine gute Zukunft haben könnte. Also Credit Suisse hat schon viele Skandale überlebt. Aber viele Skandale, man kann angreifen, man kann machen, was man will, aber eben die Buchwerte sind Buchwerte und das entspricht eben der Realität. Also ich glaube, Credit Suisse wird sich mit der neuen Strategie erholen. Allerdings wurde Credit Suisse sehr, sehr kritisiert in der Schweizer Presse diese Woche, also vorgestern, wegen den saudischen Investoren. Oder wir haben die Saudi National Bank, die jetzt Mehrheit, also viele Aktien erworben hat. Fast 10% der Aktien erworben hat. Und man sagt eben, sie wurde stark angegriffen, weil man will nicht, dass die Credit Suisse unter Kontrolle von Prinz Salman von Saudi-Arabien kommt. Oder das man spricht am Paradeplatz ja mittlerweile von Saudi-Credit. Von Saudi-Credit. Saudi. Credit Saudi, will. Das ist bezeichnend, oder? Ja. Eben weil die Investoren aus Saudi-Arabien werden nicht gutiert. Trotzdem wurde die UBS auch einmal gerettet, oder? Ja, die wurde vom Staat gerettet und die Credit Suisse, die braucht jetzt mindestens 4 Milliarden neues Kapital. Davon 1,5 Milliarden kommen von dieser Saudi National Bank, was vielleicht reputationstechnisch nicht die gelungenste Übung ist. Jedoch glaube ich, dass dieser Aktionär sich mehrheitlich im Hintergrund halten wird und die Credit Suisse ihr Geschäft machen wird. Es ist lediglich eine Allokation der Gelder. Diese Saudi National Bank ist auch eher eine junge Bank. Die gibt es seit einem Jahr erst und ist, glaube ich, in 8 Ländern vertreten. Ja. Und vermutlich wollen sie auch ein Sprungbrett haben in den europäischen Markt. Und daher, glaube ich, macht es für beide, sowohl Saudi National Bank als auch die Credit Suisse, durchaus Sinn, diese Zusammenarbeit auch sehr langfristig zu gestalten. Sehr gut, sehr gut. Also ich muss sagen, seit einigen Wochen bekomme ich Anrufe von besorgten Anlegern und insbesondere von besorgten Credit Suisse-Kunden. Sie fragen mich, soll ich die Bank wechseln? Weil sie sagen mir, mein Kollege ist zur Schweizerischen Kantonalbank gegangen, soll ich das auch machen? Wie sicher ist Credit Suisse? Wie sicher ist Credit Suisse? Also ich sage jetzt Ihnen die Wahrheit. Also wenn Sie Geld insgesamt bei einer Schweizer Bank anlegen, sind die ersten 100.000 sind gedeckt. Also die Liquidität sind die ersten 100.000 gedeckt. Der Rest der Liquidität ist nicht gedeckt. Aber, und jetzt kommt das Aber, alles, was angelegt ist, also jegliche Anlagen in Aktien, in Bonds, in strukturierte Produkte, in Fonds, in was auch immer, diese Anlagen, der Besitzer dieser Anlagen hat ein Aussonderungsrecht aus dem Konkurs, das sogenannte Beneficium Excusionis. Das heißt, im Falle eines Konkurs hat der Anleger das Recht, diese Anlagen aus der Konkursmasse wegzunehmen. Das heißt, was ist gefährdet? Gefährdet ist eigentlich nur die Liquidität, die über 100.000
Schweizer Franken hinausgeht, oder diese Liquidität. Und auch hier gibt es Möglichkeiten, dieses Kapital zu schützen, nämlich indem man in liquiditätsähnliche Produkte investiert, weil das sind dann Finanzprodukte, die eben auch vom Aussonderungsrecht profitieren. Also das kann man also recht minimieren, oder? Allerdings sehr großen Kunden, die natürlich viel Geld bei Credit Suisse haben, die Dutzend Millionen, also 10 oder 20 Millionen oder was auch immer, große Beträge bei Credit Suisse haben, denen sage ich, sie müssen diversifizieren. Aber das sage ich jedem sage ich das, weil große Beträge müssen diversifiziert werden mit diversen Banken, absolut, manchmal auch mit diversen Jurisdiktionen oder je nachdem. Also jeder Fall ist verschieden. Ich berate jeden Kunden tailor-made, also angemessen zu seiner ganz spezifischen Situation, und jeder Fall liegt anders. Also es gibt hier keine allgemeinen Rezepte, soll ich weggehen von Credit Suisse oder nicht. Sicher muss man nicht weggehen, weil man befürchten muss, die Bank geht in Konkurs. Also absolut meine nicht. Meinung ist, dass die Bank nächstes Jahr sich wiederholen wird. Die Bank hat schon manche Stürme überlebt. Also wie siehst du die Zukunft der Credit Suisse im nächsten Jahr mit Private Banking? Die nächsten zwei Jahre werden sehr, sehr schwierig, weil auch die Börse unserer Meinung nach auch nächstes Jahr nicht boomen wird, sondern wir werden eher ein schwieriges Jahr erleben. Und natürlich die Haupteinnahmequellen ist dieses Wealth Management, das Private Banking, und die Credit Suisse war da letztes Jahr sehr, sehr, sehr erfolgreich, und dieses Jahr hat sogar die internationale Sparte Geld verloren. Nur in der Schweiz wird Geld verdient, und zwar immer noch gutes Geld mit den Kunden. Jedoch im Ausland auch sehen wir jetzt Verluste beim Private Banking. Diese Einnahmen müssen stabilisiert werden, also auch das Geschäftskonzept. Und die Ausrichtung mit internationaler Kundschaft muss so ausgerichtet werden, dass auch bei fallenden Märkten Profite generiert werden. Man muss versuchen, die guten Leute, die besten Private Banker bei der Credit Suisse zu halten. Das heißt auch eine gute Löhnung, vielleicht mit einer anderen Incentivierung als in der Vergangenheit. Mit einer anderen Bonuspolitik. Eine Bonuspolitik, die auf langfristigen Erfolg zielt und nicht dieses Quartalsdenken, das in den 90er Jahren entstanden ist und meiner Meinung nach die falsche Incentivierung an den Mitarbeiter auch darstellt. Also langfristig besten Mitarbeiter halten und auch versuchen, mit internationalen Private Banking, gerade in Asien, einer der sehr starken Märkte für die Credit Suisse, wo die Credit Suisse auch ein sehr starker Brand ist, dort auch die Einnahmen, die Revenues zu stabilisieren und versuchen auch gute Revenues zu machen, wenn die Märkte eher fallen. Okay. Und was meinen Sie, was ist deine Meinung zu den Arbeitsplätzen? Zu den 9000? Es werden sehr viele Arbeitsplätze abgebaut. Wie viele? Abgebaut. 9000 oder werden es mehr sein? Oder? Sicherlich 9000. In der Schweiz sind auch viele Arbeitsplätze betroffen. Was wir sehr schade finden an und für sich, aber die Kosten müssen reduziert werden. Jedoch, wie gesagt, die guten Mitarbeiter müssen auch gut entlohnt werden. Da muss die Credit Suisse kompetitiv bleiben, weil wir sehen das im Private Banking Markt Schweiz. Es gibt sehr, sehr wenige Private Banker, die wirkliche Performer sind. Ja. Die müssen behalten werden, die müssen entsprechend entlohnt werden. Das war auch ein Problem der letzten zwei Jahre durch all die Skandale, Greensill und Archegos und Mosambik und Bulgarien und so weiter. Sehr viele Mitarbeiter oder ganze Teams sind abgeworben worden. Ja. Der zum Beispiel hier gleich in der Nähe der Paradeplatz, das ist natürlich sehr, sehr nahe. Viele sind einfach die Straße rüber von der Credit Suisse zur UBS. Und das ist natürlich sehr, sehr hart für die Credit Suisse. Vor allem ist es sehr schwierig in diesem Marktumfeld mit einer Arbeitslosenquote von nahe 0% hier in der Schweiz auch die richtig guten Leute zu finden. Ja. Also, wie Sie sehen, sieht es um die Schweizer Banken nicht so schlecht aus. Also ganz im Gegenteil, was die Diffamierungskampagne der angelsächsischen Presse ist, nicht wahr, sondern das Gegenteil ist Fakt. Eben, es kommen mehr Leute in die Schweiz, genau wegen
weil die Welt ist unsicherer geworden. Je unsicherer die Welt, desto mehr Leute kommen zu den Schweizer Banken. Übrigens, wir haben unseren auf der Webseite swissbankingneues.com haben wir unseren Bankenführer aktualisiert mit allerneuesten Zahlen und vollständigen Kennzahlen. Besuchen Sie unsere neue Schweizer Banken Webseite und Sie werden viele neue interessante Zahlen und Fakten entdecken. Informationen wie diese finden Sie nicht in Buchhandlungen, nicht in Bibliotheken, nicht im Internet. Wenn Sie weitere Informationen wie diese suchen, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und klicken Sie den Subscribe-Button und aktivieren Sie die Glocke. Wenn Sie das machen, werden Sie unsere zukünftigen Videos niemals verpassen, weil Sie werden automatisch avisiert. Wenn Sie eine ganz konkrete Frage haben, die Sie mir stellen wollen, benutzen Sie diese Telefonnummer und wählen Sie 004144214404. Ich werde Sie franko und gratis beraten. Ich gebe Ihnen eine maßgeschneiderte Beratung auf Ihre Frage zugeschnitten. Beratung bis 15 Minuten sind franko und gratis. Bleiben Sie reich und seien Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.